Heute gibt's Chicken Wraps mit Gemüse, Guacamole und Creme Fraiche. Bleibt dran! Für die Tortillas selber brauchen wir 100 ml Wasser, 2 Prisen Salz, 3 Esslöffel Öl und 280 Gramm Mehl. Erster Schritt, sollte das Mehl und das bisschen Salz in einer Schüssel zusammenmengen und dann das Wasser und die 2 Esslöffel Öl dazugeben. Und das wird jetzt verrührt. Nach fleißigen Kneten sieht das Ganze jetzt so aus und das wird jetzt weiterverarbeitet in die Wraps. Aber bevor wir das weiterverarbeiten können, muss da jetzt eine Folie drüber und kommt das 2 Stunden in den Kühlschrank. Wo ist der Platz? Zwei Stunden später und der Teig ist fertig. Und jetzt können wir loslegen mit den Tortillas und mit der Füllung. Für alles zusammen haben wir 2 mittlere Tomaten, Hühnchenbrust, Cayennepfeffer, Schnittlauch, Petersilie, Salsa, Creme Fraiche, die Teigmischung, 2 Jungzwiebeln, Avocado, Zitrone, Knoblauch, Paprika, Eisbergsalat, Salz, Pfeffer und eine Chilisauce. Erster Schritt sind die Hühnchen in Streifen schneiden. Dann sollen wir die Stückchen in einer Pfanne anbraten. So, Paprikas her. Hier können wir jetzt auch das Fleisch hineingeben. Und das schöne Ding anmachen. Alles Stück für Stück. So können wir jetzt auf das nächste. Zwiebeln pellen, halbieren, kleinschneiden, Knoblauchzehe andrücken, mit der Zwiebeln und Paprika ebenfalls in eine Pfanne geben. So, das Fleisch wird auch schon langsam. Ich habe das in der Zwischenzeit auch mal umgedreht gehabt. Und meine Mutter ist gerade zurückgekommen mit dem Hund. Die rennt jetzt auch rum. So, der nächste Schritt beinhaltet das Waschen der Tomaten. Die nachher in kleine Würfelchen geschnitten werden. Okay, besser nicht. Wobei es geht. Auf jeden Fall nicht so fein wie bei der Zwiebel. So, das ist drauf. Dann verwenden wir jetzt noch Zwiebeln geschnitten, Jungzwiebelchen noch. Da müssen wir jetzt pausieren, denn wir schwenken die Kamera um. Herdplatte. Das dürfte soweit sein. Ja. Und wir können wieder zurückdrehen zu den Jungzwiebeln. Dann kommt fast das letzte und zwar der Eisbergsalat. Hier können wir ein paar Blätter von entfernen. Dann kommen wir jetzt zur Guacamole. Avocado halbieren und Kern entfernen. Erstmal diesen schönen Sticker weg. So.
Viertel mit einem Esslöffel die Schale, von der Schale trennen. Dann soll es mit einer Gabel zerdrückt werden. Gut, dass ich es in eine Schüssel gepackt habe. So, den Teig, der wird gewirtelt. So. Und diese vier Stückchen sollen wir mit dem Nudelholz ausrollen. So. Am Tafel! So, ja, es ist Essenszeit und ich mache mir jetzt meinen Wrap. So, mein Wrap, da packen wir ein bisschen Creme Fraiche da drauf. Wir nehmen uns ein wenig Salsa. Was packen wir noch? Guacamole fehlt ja auch noch. Salsa? Bitteschön. So, dann packen wir noch ein wenig Salat drauf. Inzwischen meldet sich auch der Hund bei mir. Ein paar Jungzwiebeln, noch ein bisschen Tomate. Paprika und Zwiebeln. Gemischt mit Knoblauch. Die Hühnchen fehlen noch, die sind inzwischen schon fast kalt. So, ja, gesehen, wie ich es gefalten habe, habt ihr nicht mehr, weil ich das fürs Foto gemacht habe. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Das Brot ist ein bisschen trocken. Ich muss erstmal so weit kommen. Schmeckt gut. Kann man nochmal machen. Damit bedanke ich mich dann recht herzlich fürs Zuschauen in dem Video. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder um 13 Uhr mit einem Vlog. Und sonst nächste Woche Freitag mit einer weiteren Folge Hugo kocht. Und bis dahin und tschüss Leute.